Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Coaster hier bei Heisenberg Zock zu Burg Falkenstein. Hallöchen, mit dir fahren wir gleich. Aber ja, es gab ein Update bei Planet Coaster, ein Frühlingsupdate. Ich habe mir mal kurz aufgeschrieben, was da alles dabei ist. Unter anderem Co-Cards, die werden wir gleich mal installieren nachher. Dann 150 neue, ja, Gimmicks, wie sagt man dem, Assets, so Feuer und so Co. und Co. Und dann haben sie noch Vandalen integriert. Oh, Moment, Monorail kommt gerade, da gucken wir natürlich schnell. Vandalen integriert, Leute, die unzufrieden sind, die werden hier Sachen kaputt machen, neuerdings. Und, ja, Dings sind auch noch unterwegs. Wie heißen die gleich nochmal? Ja, so Brieftaschenräuber, Taschendiebe nennt man die. die sind auch unterwegs und dagegen kann man was tun, nämlich Sicherheitspersonal einstellen und Kameras installieren. Jetzt würde ich aber, bevor wir irgendwelche Kameras und Co. installieren, gerne hier mal noch kurz mitfahren, dass wir die Bahn mal noch testen. Machen wir mal hier. Und dann werden wir nämlich feststellen... falsche Richtung. Dann werden wir feststellen, ob wir mit der schon mal gefahren sind oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber eben, ist eigentlich auch egal. Ist eine schöne Bahn. Da kann man auch mal zweimal fahren. Wenn wir denn dürfen. Wir kennen das Problem. Huch, was ist jetzt passiert? Los geht's. Okay, danke, junger Mann. Sie sind bedeutend schneller als Ihr Kollege. Ja, ich weiß nicht, ob wir damit schon gefahren sind. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, wir hatten mal ganz zu Beginn in der ersten Staffel doch irgendwie so ein Teil. Ist schon mal sehr gemütlich, das Ganze. Also gemütlich im Sinne von vom Tempo her. Ansonsten hier, ja, ist nicht umsonst eine Geisterbahn. Oh, Rauch. Gruselig. Cool. Nee, ich glaube, mit der sind wir tatsächlich noch nicht mitgefahren. Aber es ist ja jetzt auch egal, Herr Heisenberg. Beschäftigt mich halt. So, nachdem ich da diesen 50 Diners tatsächlich wirklich schon zweimal hingestellt habe. Und das nicht nur zweimal hingestellt, sondern... Ja, die stehen nebeneinander. Das können wir uns gleich noch ansehen. Das hat ein findiger Zuschauer bemerkt. Wesentlich findiger als ich. Ja... Dazu sage ich nichts mehr, außer es hat ein schönes Gebäude. Gut. Oh, eine Krake. Da bräuchten wir hier aber eigentlich noch ein bisschen Wasser, wenn man es genau nimmt. Ja, das ist ja, man sieht halt nicht in die Bahn rein. Also ja, sieht man doch, wenn man guckt, aber... Oh, eine Hexe. Wo ist sie hin? Hallöchen, Fräulein. Da dreht sie. Nett. Hier die Ritter. Wir können ja... Mal Kamera wechseln. Ja, okay, die ist dann eher weniger spektakulär. Da finde ich die Ego-Perspektive besser. Ja, definitiv. Hier die Kinocam. Hm. Ist auch eher etwas für eine Achterbahn. Hallo, Grisou. Ein Drache. Okay, ja, ist halt eben vom Tempo her ist es eher gemütlich. Aber irgendwie, ja, wenn man bedenkt... Was hier halt jemand wieder hingebaut hat, so mit diesen, ja, mit vielen Kerzen und so weiter und all diesen Sachen, schon auch irgendwo gar nicht schlecht. Aber komisch, ich habe halt immer, wenn ich mit so einer Bahn fahre, dann habe ich irgendwie Lust auf Tempo. Und wenn ich irgendwas mit Tempo habe, dann habe ich wieder Lust auf was Gemütliches. Man möchte immer das, was man nicht hat. Es ist ein Kreuz. So, hier geht es wahrscheinlich, ne, geht es noch nicht raus. Das ist dann aber doch noch eine umfangreichere Geschichte hier. Oder geht es hier raus? Ja, am Ritter vorbei. Da sind wir aber, glaube ich, noch nicht am Ende. Hallo, Herr Ritter. Es dunkelt gerade. Schön, wie man da die Schienen noch sieht von Monorail und Eisenbahn. Aha, da unten waren wir vorher. Jetzt geht es unter dem Skelett durch. Ah, und da ist wieder irgendwie eine am Zaubern. Cool. Sehr, ja, halt... Wieder mit sehr viel Liebe zum Detail. Sehr schön gemacht. Hier nochmal Grisou von unten. Aha, ein Hals. Gut. Und hier geht es wieder in den Rauch rein. So, finde ich cool, dass die bei Planet Coaster tatsächlich immer noch weitere Updates machen. Also vor allem dann eben solche, ja doch, umfangreicheren. Das sind ja nicht nur irgendwie kleine Updates für die Performance oder so, sondern ja, gleich mal neue Bahnen. Denn ja, es gibt, glaube ich, auch noch zwei, drei neue Achterbahnen zu Grund. Teile, also die man dann irgendwie bauen kann.
Aber irgendwie kann es sein, dass sie die Performance ein bisschen verdattelt haben oder irgendwie jetzt war es hier drin dann doch wieder relativ unperformant. Aber es hatte halt auch viel Rauch und viele Sachen. Ja, besten Dank für die Fahrt, mein guter Herr. Nochmal ein Lob an Sie, dass Sie so schnell das Knöpfchen gefunden haben. Da gibt es Leute, bei denen ist das nicht so. So, wir machen mal auf und schon kann das gute Stück losrasseln. Es ist halt auch ein bisschen abgelegen. Hier hinten werden wir noch Sachen hinstellen, damit wir die Leute noch ein bisschen anlocken können. Hier die Eisenbahn. Sehr nett. Haben wir hier eine Station, also einen Bahnhof? Nee, irgendwie da vorne. Okay, da müssen sie halt ein bisschen laufen, wenn sie hier zur Geisterbahn wollen. So, mal einmal um die eigene Achse. Und dann die Tränenfieber, Transportfiebersicht, die ich so gerne mag, wenn der Zug dran vorbeifährt. Er ist aber noch leer. Aber geöffnet haben wir das Teil. Doch, doch, das haben wir aufgemacht. Ich gucke mal nochmal schnell. Ja, ist offen. Und hier die Monorail ist auch offen. Der wartet hier gerade. Gut, das darfst du natürlich tun. Was machen wir denn jetzt? Machen wir Kokardbahn oder machen wir... Es ist schon wieder so ruhig. Da ist mir vorher noch was eingefallen. Moment, es gibt doch bei... Nee, das war, glaube ich, bei Szenario. Jetzt ist nur die Frage, wo... Hier haben wir die Kameras. Hier, die habe ich gesucht. Parklautsprecher, Ambiente. Ausgelöst, was auch immer das heißt. Und Musik. Wenn ich die hier hinsetze, haben wir dann mehr Musik im Spiel drin, wenn ich in der Nähe von diesen Lautsprechern bin. Ich teste das mal. Die kommen jetzt einfach mal so ganz random, ohne groß zu gucken. Werde ich die mal hier ein bisschen verteilen. So, hier noch so ein Teil. Und dann gucken wir mal, wenn wir hier durch... düsen, aber dann halt irgendwie Musik hören. Ist noch interessant, wenn man das so machen muss, aber ich weiß es nicht. Aha, hier haben wir wohl auch mal noch gebaut und dann aufgehört, beziehungsweise ja, die Hauptstraße schon mal weitergezogen, genau. Und dann aber da noch so ein kleines Stück stehen lassen. Vielleicht hier noch, im Wilden Westen. Mögen Sie die Musik? Und hier bei unserer Space Shuttle noch. Okay, und jetzt würde ich aber sagen, wir kommen mal zum Update. Also sprich, die Kokardbahn, die kommt gleich. Aber wenn wir jetzt gerade hier sind, dann könnten wir eigentlich die Kameras mal installieren. Was haben wir denn hier? Sicherheitskamera mit Wandbefestigung und, ja, eine stehende. Aha, gemein, die sehen aus wie Lampen. Das ist ja fies. Guck mal. Ja, also das könnte man auch für eine Lampe halten. Aber das müssen wir jetzt irgendwie doch ein bisschen strategisch machen, wenn wir hier beim Eingang sind. Hier brauchen wir eigentlich keine Kamera. Ich glaube, hier werden sie nicht ausrasten. Aber wir machen jetzt mal so der Hauptstraße entlang. Welche? Zack. Sehr schön. Cool, gefällt mir. Die Idee finde ich gut. Vor allem, ich bin gespannt, wie sich das dann ja optisch darstellt, wenn die hier tatsächlich mal ausrasten und zu Vandalen werden. Boah, hier haben wir aber auch Leute wieder. Heiliges bisschen. Da brauchen wir dringend eine Kamera. Man weiß nie, was die so im Schilde führen. Wir machen das jetzt mal random. Das ist irgendwie sonst ein bisschen doof, wenn wir hier das Ganze irgendwie zu genau machen müssen, finde ich. Okay, hier lang. Hier haben wir auch viele Leute. Da können wir auch noch eine Kamera vertragen. Okay. Wir sind ja immer noch im Hauptstraßenbereich. Dann gibt es hier mal noch eine. Da drehe ich jetzt auch nicht. Sind die ausgerichtet? Ja. Ne, das sind so 360-Grad-Kameras. Guck mal, das ist ja dann schon... Ja, oder auch nicht. Ne, hier guckt eine Kamera raus. Gut, wenn man das jetzt wirklich ganz schön machen wollen würde, dann müsste man die natürlich noch entsprechend drehen. Das schenke ich mir jetzt aber. Hier vorne. Ja, was soll man hier anstellen? Okay, aber jetzt drehe ich sie doch. Irgendwie finde ich es doof. Wenn man es schon macht, sollte man es irgendwie auch vernünftig machen. Okay. Das filmt, glaube ich, in die richtige Richtung. Hier hinten ist Feierabend. Wir gehen mal noch hier lang. Wo kann man denn hier eigentlich eben? Wo kann man hier Randale betreiben? Das ist schon eher da, wo die vielen Leute sind, denke ich mir mal. Hier im Bahnhofsbereich. Ganz klar, da brauchen wir ganz, ganz doll Überwachung. Sag mal, fliegst du? Irgendwie fliegt das Teil. Was soll das denn? Weil es auf dem Weg steht? Moment mal, anklicken die Cam. Machen wir mal verschieben. Aha, hier steht es dann auf dem Boden. Okay, man müsste es halt auch noch richtig machen. Wenn ich es natürlich auf den Weg stelle, dann funktioniert das nicht mehr. Jetzt hätte ich hier gerne noch ein paar am Gebäude dran. Wenn wir hier mal nochmal drehen.
Kann man die hier an die Treppe ranhängen? Das wäre auch ganz nett, wenn das geht. Wow, schon cool. Also was man alles machen kann in dem Spiel, es ist immer wieder einfach nur faszinierend. Gut, brauchen wir noch mehr Kameras? Nein, aber wir brauchen Sicherheitsleute. Vielleicht hier hinten noch bei der Geisterbahn. Geisterbahn zieht immer jede Menge Hooligans an, man kennt's. So, machen wir mal hier oben. Falls einer ausrastet, dann gibt's Ärger. Okay, Sicherheitspersonal. Das haben wir bei, nicht bei Baupläne, sondern hier. Genau, guck mal. Mit Schnauzer und Sonnenbrille. Sicherheitsdienst fängt Verbrecher. Also Verbrecher sind das ja dann nicht wirklich, sondern ja, halt eben. Wenn halt einem der Park nicht gefällt oder das Geld ausgeht und er möchte trotzdem noch irgendwo fahren oder er hat zu viel Alkohol getrunken, man kennt's, dann kann es natürlich auch mal hier zu Stress kommen. Wir werden jetzt mal ein paar aussetzen von denen. Hier in freier Wildbahn und dann gucken wir die Jungs mal noch schnell an, was die so machen. Ob die schon laufen die oder haben die Handschellen, sind sie bewaffnet mit dem Maschinengewehr. Wir werden mal gucken. Wir sparen aber bei denen nicht. Denn es kann natürlich, falsche Richtung, es kann natürlich schon sein, dass die das so implementiert haben, dass das hier ordentlich reinschlägt. Keine Ahnung. Hier haben wir viele Leute. Und jetzt wo haben wir noch viele Leute? Hier unten. Da gibt es gleich mal zwei, drei von denen. So, damit wir das schon im Keim ersticken können, wenn hier irgendjemand denkt, er muss Mist machen. Da noch einen. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine ordentliche Menge von denen platziert. Jetzt würde ich gerne einen mal noch angucken. Wir setzen den mal hier hin. So, und dann gehen wir mal runter. Was machen sie? Aha, Arme verschränken. Ja, Eindruck schinden. Halt ein bisschen rumlatschen. Scheint mir ein schöner Job zu sein. Okay, jetzt wäre natürlich nett, wenn man mal noch gucken könnte, wenn er, ja, keine Ahnung, jemanden niederknüppelt oder so. Oder was machen die mit Vandalen? Wahrscheinlich einfach irgendwie festnehmen und rausschmeißen, irgendwie sowas. Kann ich den anweisen? Das wäre natürlich auch cool. Mein Gehalt ist fair, das ist schon mal schön. Irgendwie hier den anklicken, dann den und, keine Ahnung, Haken stellen. So scherzhaft, man ist ja auch in einem Freizeitpark. Da möchte man es auch ein bisschen lustig haben. Nee, macht er nicht. Er läuft einfach hinterher. Er beobachtet das Ganze. Gut, das ist ja auch schon mal schön. Hier der Kollege Pirat. Ich würde sagen, Thema Sicherheit ist für den Moment mal abgeschlossen. Wenn wir irgendwo sehen, dass irgendwo was brennt, dann müssen wir natürlich wieder reagieren. Aber ich weiß gar nicht, wie sich das äußert, wenn hier jemand Vandalismus betreibt. Ich kenne das noch von Beach Life, von diesem Spiel von früher. Da gibt es auch ein Let's Play hier auf dem Kanal. Da hatte man tatsächlich teilweise mit Vandalenakten zu tun. Dann waren die Mülleimer umgeworfen worden. Oder dann wurden die Mülleimer umgeworfen. Die Lampen gingen kaputt, beziehungsweise wurden kaputtgeschlagen. Das war eigentlich relativ nett. Gut, wohin mit unserer Go-Kart-Bahn? Wo hätten wir den Platz? Wir können ja mal gucken. Hier hinten in diesem Bereich. Ja, das dürfte eng werden. Die haben wir. Selber bauen kann man sie, glaube ich, nicht. Ich habe die hier tatsächlich nur als Beilage gefunden. Ich muss aber mal gucken, wo hier. Ring Racers. Okay, passt du hier hin oder eher nicht? Ich weiß gar nicht, wie groß. Ein technisches Problem, das macht nichts. Dafür haben wir Techniker. Na, bitte laden. Hab doch drauf geklickt. Ja, habe ich jetzt. Da ist das gute Stück. Das würde eigentlich, denke ich, theoretisch hier reinpassen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eigentlich einen eher neutralen Bereich. Kann das sein oder ist hier der Western-Bereich? Nö. Nee, der Western-Bereich. Doch, wir wollten den eigentlich nach hier hinten verlegen, den Western-Bereich. Also weiterziehen. Wo passen denn Go-Karts hin? Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist nicht Sci-Fi, das ist aber auch nicht Piratentum, das ist eher was Neutrales. Vielleicht hier? Also bis jetzt habe ich eh nicht gesehen, dass wir es hinpappen könnten. Ich denke, wenn es hier... Ah, jetzt. Okay, hier wird es gehen. Aber da nochmal ein bisschen drehen. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich hier haben möchte. Möchte ich sie hier haben? Da haben wir noch Eisenbahn. Kann man das noch integrieren? Nee, leider nicht. Das ist jetzt genau das Problem. Deswegen wollte ich die Eisenbahn eben im Prinzip erst am Schluss bauen. Das habe ich ja erklärt. Damit wir eben... Was mache ich denn hier? Drehwurm. Damit wir eben mit der Bahn über die Sachen rüber können. Hier, jetzt geht's nicht mehr. Ich möchte das eigentlich einmal noch drehen. Das dreht dann immer zweimal. Was ist das denn? Okay, da muss ich es so machen.
So geht es natürlich auch. Wenn wir es so hier hinhängen, brauchen wir ein bisschen viel Platz für meinen Geschmack. Mal noch mal gucken wegen der Schiene. Das wäre jetzt halt schon schön. Na, geht nicht. Gut. Ich möchte das so haben, dass das irgendwie integriert wirkt. Vielleicht sogar hier oben. Ja, hier ist es zu uneben. Das wird nicht funktionieren. Wir können ja mal gucken hier oben hin. Das wäre schon irgendwie nett, aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, die Bahn, die muss ein relativ... Es rechnet zwar. Moment. Nee, geht nicht. Das muss ein ebener Bereich sein. Ist irgendwie auch logisch, sonst kann das nicht funktionieren. Hier hinten. Hier ist eigentlich Feierabend. Also eben, wenn, dann wird es hier noch reinpassen. Das haben wir ja rausgefunden. Beziehungsweise, nee. Das haben wir eben rausgefunden, dass das hier nicht passt. Aber das wäre doch relativ cool. Hier so, genau dazwischen. Warum passt es nicht? Weil es oben... Oh, so passt's. Ja, ich denke, wir haben den Platz gefunden. Gleich beim Eingang. Die Leute sehen gleich, was sie hier erwartet. Das ist ja genial. So, nochmal ein bisschen drehen, nochmal ein bisschen runter. Und gekauft. Oh, jetzt habe ich wegen der Höhe nicht geguckt. Ah, ich äumel. Ich glaube, da hätte man schon noch ein bisschen runter gekonnt. Oder muss die hier so frei schwebend sein? Das ist dann die Frage. Eigentlich geht das so auch. Da muss man halt ein bisschen in die Höhe. Aber so ein Teil wäre halt schon eher. Wisst ihr was? Wir machen das nochmal schnell weg. Das kann man ja hier mit rückgängig. So, denn wenn ich wieder die einzelnen Teile anklicke, dann haben wir wieder nur irgendwie ein Rad oder so. Dort. Das war nicht hier. Das war bei Fahrgeschäfte. Oder sogar bei Schienenfahrgeschäfte. Ja, hier. So, nochmal drehen und jetzt auch auf die Höhe achten. Ja, jetzt muss es wieder laden. Hallo. Dann laden Sie mal. Oh, ein Diebstahl im Park wurde gemeldet. Eine Beschreibung des Täters wurde an den Sicherheitsdienst weitergegeben. Oh, das möchte ich sehen. Moment, ich muss hier nochmal raus. Halt, falsch, nicht hier. Sondern hier bei Google. Man hat mich bestohlen. Der Park hat gute und schlechte Seiten. Insgesamt ziemlich... Wo kann man sich das denn jetzt ansehen? Ich möchte mir das ansehen. Vorher stand noch ganz kurz ansehen. Hier vielleicht? Hier im Berg drin? Hallo, der da? Ja, dann, der ist eh schon draußen. Na, da muss ich das nächste Mal schneller reagieren. Aber eben, ich wollte jetzt hier zum dritten Mal eigentlich die Go-Kart-Bahn hinstellen. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Und eben auf die Höhe achten. Wenn man hier halt dauernd unterbrochen wird, da links, da haben wir noch dieses Stück Weg. Das ist aber nicht im Weg. Der Weg ist nicht im Weg. Na, da haben wir ja Glück gehabt. So, wie hatten wir das? So rum, dass das hier so ein bisschen da reinguckt. Gehen wir nochmal ein bisschen raus. Irgendwie plus minus war das, glaube ich, so. Okay, und jetzt mit der Höhe ein bisschen runter. Oh, dann versinkt es gleich. Ich glaube, so falsch war es, glaube ich, gar nicht mal von der Höhe her. Wir gehen mal nochmal ein bisschen rauf, bis wir das Ganze bauen können. Nämlich jetzt. Okay, sind wir massiv weiter unten? Ja, jetzt sind wir doch, jetzt sind wir ebenerdig. Das ist eigentlich okay. Also, Eingang platzieren. Ja, ist halt einmal eine Go-Kart-Bahn. Aber finde ich eine coole Idee. Gut, Eingang. Wohin? Ja, ich würde mal sagen, das spricht für sich. Machen wir mal hier hin. Kollege Ausgang. Aha, der wäre dann hier. Das wird aber nicht funktionieren. Hier geht's nicht. Aha. Da ist doch ein Brett im Weg. Das ist aber beim Eingang auch, wenn man es natürlich genau nimmt. Nee, das ist beim Eingang nicht. Wie kann man das denn machen? Dass das... Oh, hier. Okay. Gefunden. Sehr schön. Eingang mit Weg verbinden. Hängen wir mal hier hin. Machen wir mal schwarz. Das passt relativ gut hier zum Straßenbelag. Jetzt müssen wir noch gucken, wo wollen wir hin. Ja, so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Wir haben da eigentlich die Hauptstraße. Dann würde ich da mal in die Richtung. Und zwar so. Dann gebogen. Hier lang. Dann können wir da den Ausgang nämlich im Prinzip schön mitnehmen. So, wieder eine Kurve. Ja, dann machen wir wieder eine Kurve. Gehen hier geradeaus. Eine ungewöhnliche Warteschlaufe, würde ich sagen. Ist eigentlich eher ein Weg, aber okay. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen da mit dem Ausgang noch durch. Also muss das nochmal weg. So wird es funktionieren. Eigentlich hätte man die Warteschlaufe natürlich einfach irgendwie hier hinziehen können und dann hier einen Weg, also eine Hauptstraße durchführen. Aber jetzt machen wir das mal so. Ich finde das ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Mal gucken, wie das dann
mit den Leuten ist. Oh, geht das nicht? Nee, das geht ja mir nicht. Warum geht das nicht? Moment. Nochmal eine Schleife, Mann. Kann ich hier nicht rein? Das ist doch... Das ist ja keine Warteschlaufe. Warum komme ich denn hier nicht rein? Warteschlange. Das geht ihr mir nicht. Oh, sind wir in der Höhe? Nein, sind wir auch nicht. Warum geht das nicht? Mein liebes Spiel, nun lass mich doch hier rein. Möchte nicht. Kommen wir da rein? Habe ich irgendwie das falsche Teil? Das ist doch Warteschlange. Nochmal wegnehmen. So, hier nochmal wegnehmen. Da müsste doch der Kollege stehen. Habe ich irgendwie das falsche Dingens erwischt? Doch, das ist doch hier der Eingang. Wir gucken nochmal. Ja, ist definitiv der Eingang. Okay, dann die Warteschlaufe nach hier vorne. Da hinten rein. Und dann müsste hier halt ein Kollege stehen. Wenn wir den hier so ranpappen. Schräg. Möchte nicht funktionieren. Okay, warum möchtest du da nicht rein? Muss mal einen Test machen. Wenn wir hier einfach einen normalen Weg nehmen. Ah. Nee, nicht daran pinnen. Nein, das möchte kein Mensch. Aha, aber dann funktioniert es. Guck mal, da steht doch. Warum funktioniert denn das hier nicht? Ist das doch irgendwie oder ist das der Ausgang? Das ist eigentlich egal. Aha, das ist der Eingang. Okay, dann geht es eben doch nicht. Aber das hier wäre der Ausgang. Da müsste man hier doch eigentlich reinkommen. Oder raus. Je nachdem, in welche Richtung das man unterwegs ist. Ich würde sagen, wir machen das mal so. Können wir hier mit einer Brücke vielleicht drüber? Irgendwie in die Höhe. Moment, hier unten Winkelausrichtung. Bitte deaktivieren, dass wir hier in die Höhe kommen. Blockiert, blockiert, blockiert. Hier kommen wir nicht in die Höhe. Gut, da müssen wir es anders machen. Jetzt ist ja nur die Frage, wie. Wie kommen wir denn jetzt hier rüber? Oder hier oben? Da oben könnten wir auch rein, aber das ist natürlich dann eher doof. Wobei, wir könnten hier einen zweiten Weg machen. Wisst ihr was, wir nehmen das mal nochmal weg hier. Wege. Da haben wir gerade kurz Tag-Nacht-Wechsel. Warteschlange kommt hier weg. Hier auch nochmal weg. Und dann machen wir hier einen zweiten Weg durch. So, ich würde mal sagen so. Nein, nicht ranhängen. Sondern hier hinten rausgehen. Das wäre mein Anliegen. Wenn das geht. Ja, hier geht's. Da kommen wir raus. Drehen hier. Dann haben wir hier die erste Kreuzung. Sozusagen. Na, mach. Geht nicht. So geht's. Okay, jetzt gucken, in welche Richtung. Ja, können wir mit Winkelausrichtung machen. So, möglichst gerade. Hier rüber, hier rüber. Und hier dazwischen hat es dann eigentlich nochmal schön Platz. Für irgendwelche Gebäude, wo man irgendwie was zu essen oder trinken bekommen kann. Sie jammern ja sowieso die ganze Zeit, dass sie Durst haben. Und hier machen wir das mal ein bisschen geschlängelt. So, mal gucken, ob wir hier sogar wieder reinkommen dann. Dann können wir da das Ganze... Sonst ist das komisch, wenn das hier einfach parallel ist. Kann man zwar machen, aber wozu? Eben, damit wir da reinkommen. Das ist schon klar. So, und jetzt irgendwie hier rein. Nein, denkste. Okay, wir gehen nochmal geradeaus. Gehen hier dran vorbei. So, und jetzt, genau. Jetzt hier eine Kurve machen und da rein. Das müsste eigentlich zu schaffen sein. Achso, nee, das geht natürlich auch nicht. Blödsinn, das ist ja wieder der Eingang. Da rein kämen wir. Aber da kommen wir nicht rein, weil hier eben die Warteschlaufe im Weg ist. Die Warteschlange. Ich weiß auch nicht, warum ich immer Schlaufe sage. Einfach der Wartebereich sozusagen. Hier unten brauchen wir im Prinzip eh noch Weg. Dass wir zum Beispiel hier noch lang gehen und dann hier rüber. Von daher passt das. Gut. Wir bräuchten hier nochmal Kollege Warteschlange. Oder Schlaufe. So. Und dann hier irgendwie rein. Wir machen hier nochmal einen Bogen, dass wir da nicht genau in den Pfeiler reinknallen. Jawohl, und schon geht's. Okay, jetzt brauchen wir hier noch den Ausgang. Den ziehen wir hier lang, hier rüber. Und kommen dann irgendwie, wenn es gut geht, da raus, würde ich mal vorschlagen. Gut, liebe Freunde, wir machen ein Päuschen. Wir machen weiter in der nächsten Folge. Ich muss jetzt wieder mal den Rechner neu starten. Irgendwie gefällt mir die Performance überhaupt nicht mehr. Da muss wieder irgendwas im Argen liegen. Keine Ahnung. Oder sie haben halt wirklich mit diesem Patch noch irgendwas gemacht. Also Patch mit dem Update. Dass die Performance ein bisschen...
behindert, sagen wir es mal so. Wir werden es sehen. Auf alle Fälle, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Jetzt klauen sie wieder. Moment, jetzt sehen wir uns den Gast aber noch an. Ja, okay, toll. Das ist ja das gleiche einer Rasterfahndung. Nein, das bringt irgendwie nicht viel. Hier, man sieht zumindest die Gedanken. Jemand hat mir etwas gestohlen. Okay, dann ist es aber der Bestohlene. Ich dachte... Aha, okay, ich dachte, man sieht den Typen, der geklaut hat. Wisst ihr was, wir machen mal noch ganz schnell. Parkverwaltung. Hier zum Kollegen hin. Dann kann sich der Sache annehmen. Geht nicht, Moment. Geht das hier nicht? Ja, weil es halt in der Bahn drin ist. Geht das hier hinten? Ich glaube, wir haben zu viele Sicherheitsleute. Ne, jetzt geht's. Irgendwas hat da gerechnet. Doch, den können wir sogar hier reinschmeißen. Dann schmeißen wir den mal. Ne, blüblüben. Hier geht's. Gut, junger Mann, kümmern Sie sich mal um die Gäste. Irgendjemand wurde bestohlen. Das können wir so nicht akzeptieren. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Die Monorail läuft auch, sieht man. Das sind die Leute, die mit der Monorail fahren wollen. Sehr nett. Und in der nächsten Folge gibt's die Co-Cards. Da fahren wir da mal eine Runde mit. So, ich habe ihn gleich jetzt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.